ist doch jemand tatsächlich jetzt eingeschlafen. Oh. Das ist meistens immer ein Indiz für den guten und ruhigen Fahrstil. Lass ich den jetzt schlafen oder lass ich den jetzt nicht schlafen? Nee, ich muss da hin. Ich muss den wach machen. Dann gehen wir da mal hin und machen mal den da hinten wach. Entschuldigung. Hey. Aufstehen. Hey, wo bin ich? Junge, du bist eingepennt. Du bist hier falsch. Ich bin noch im Bus oder was? Komm, du musst aufstehen. Ich habe jetzt Pause. Ich möchte auch jetzt irgendwie mal meine Pause genießen. Alter. Wie, ich muss hier raus? Oh, einfach eingeratzt. Ja, kann ich ja nichts dafür, ne? Ist ja nicht mein Problem. Wo sind wir denn hier? Ja, wir sind hier im Griesenmann. Und das ist doof, wir sind ja mitten in der Pampa. Los jetzt, komm. Sieh zu. Okay. Muss ich wohl aussteigen. Oh Mann, ey. Ich möchte meine Pause jetzt genießen, ja. So komm, zack hier, ich lasse dich jetzt hier raus. Ja. So ist das manchmal. Ja, ich lasse dich dann jetzt mal raus. Tschüss. Ja. So. Ja, ist jetzt halt so. Stopp! Herr Busfahrer, was passiert, wenn ich eingeschlafen bin im Bus? Ja, dann machen wir euch wach. Ja, ganz einfach, ganz kurz erklärt. Aber, immer dieses große Aber, ne? Jetzt kommt das große Aber wieder. Aber wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ne? Kennt ihr ja alle das Lied von einer sehr bekannten Kinderserie. Ja, also, was ist denn jetzt zum Beispiel, ihr pennt ein im Bus und das ist der letzte Bus. Und der sagt auf einmal zu euch so, bin eingeschlafen. Bist du eingeschlafen? Ja. Sorry, ist der letzte Bus. Da kann er mehr zurück. Wie kommt denn der letzte weg? Was ist denn dann? Ich sag mal so, das ist dann tatsächlich ein Stück weit eigentlich euer eigenes Problem. Es sei denn, ja, das gibt's ja auch, ihr habt einen netten Busfahrer und der müsste ja eigentlich sowieso jetzt dort vielleicht am Endpunkt drehen und wieder zurückfahren, sag ich mal leer, zurückfahren Richtung Betriebshof. Dann könnte man ja auch mit dem Fahrer mal sprechen und fragen, ob er vielleicht so nett ist und euch ein Stück weit wieder mit zurücknimmt. Aber auch dafür gibt es gar keine Garantie, weil das ist ja letztendlich ein Stück weit eure Schusseligkeit, ja? Weil ihr vielleicht müde wart, anstrengenden Tag, Arbeitstag hinter euch gehabt, ihr Fahrer ist super gefahren, fahrgastfreundlich gefahren. Das ist meistens immer so ein Indiz, vielleicht läuft noch die Heizung da hinten, ja, richtig schön warm da hinten, ja? Man fühlt sich richtig mollig und schläft dann nur ein und dann werdet ihr wach. Ja. Sind auch schon Fälle vorgekommen, dass Fahrgäste tatsächlich eingeschlafen sind. Busfahrer ist natürlich nicht durch den Bus nach dem am Endpunkt gegangen ist. Und dann wurden halt dementsprechend auch im Betriebshof mitgenommen. Das ist auch schon vorgekommen. Wie ist es denn da, wenn es jetzt wirklich der allerletzte Bus ist und jetzt auch der Fahrer nicht mehr theoretisch zurückfahren müsste, weil er vielleicht gerade ausfahren muss Richtung Betriebshof und ihr steht da jetzt irgendwo in der Pampa. Ja? Dann habt ihr Glück und ihr habt noch ein Smartphone, ja, das noch, wo noch Akku drauf ist. Dann solltet ihr vielleicht Freunde, Bekannte anrufen, ob die euch vielleicht an der Ortsstelle abholen. Eine Garantie, dass euch ein Unternehmen, ja, durch eure Schusseligkeit, ja, die ihr da praktiziert habt, dann nochmal zurückgepfiffen wird, der Bus, ja, und gesagt wird, hier, seht zu, dass du den Fahrgast da und da jetzt hinbringst oder so, die gibt es nicht. Aber es gibt eine Möglichkeit, ja, dass es gibt auch Unternehmen, da werden wir die Leitstelle informieren und sagen, ja, ich habe hier Fahrgast X, wie sieht es aus? Ich würde ihn jetzt gerne bis da und da mit hinnehmen. Zum Beispiel, wenn ich auch nur gerade ausfahren müsste und ich wüsste, dann wäre der nächste Bahnhof. Dann könnte ich ihn auch rein theoretisch bis zum nächsten Bahnhof da mitnehmen. Ja? Damit brauche ich nicht da mitten irgendwo in der Pampa stehen. Oder halt zurücknehmen. Aber das natürlich dann auch in der Absprache mit der Leitstelle. Ja?
wird sich da komplett geweigert. Ja, also weder das Unternehmen ist in der Lage, irgendwie dafür zu Sorge tragen, dass ihr da vielleicht wegkommt, oder der Fahrer macht sich da Gedanken drüber, dann ist das wirklich euer Problem. Ja, müsst ihr euch im schlimmsten Fall tatsächlich ein Taxi rufen. Aber auch diese Taxikosten dürft ihr und könnt ihr ja dann natürlich nicht dementsprechend das Unternehmen durch eure eigene Schusseligkeit in Rechnung stellen. Das geht natürlich nicht. Also, wir fassen kurz zusammen. Schlaft ihr nah in den Bus ein, weil ihr zum Beispiel eure Haltestelle verpasst habt, weil ihr einfach so müde wart, es ist der letzte Bus. Der Busfahrer kommt zu euch, macht euch wach und schmeißt euch raus. Dann ist das euer Problem. Habt ihr einen netten Busfahrer, der sagt, du pass auf, bist eingeschlafen, habe ich mitgekriegt. Kein Problem, ich fahre dich jetzt bis zum nächsten Bahnhof, weil ich muss da sowieso lang. Der nächste Bahnhof ist vielleicht einen Kilometer entfernt. Dann kann er euch auch theoretisch mitnehmen. Das ist immer so eine Sache der Kommunikation. Aber in den meisten Fällen habt ihr leider dann das PP, das persönliche Pech. In diesem Sinne, seid ihr schon mal in den Bus eingeschlafen? Hattet ihr schon mal so eine Situation, dass euch der Busfahrer oder die Busfahrerin vielleicht sogar ein Stück weit wieder mitgenommen hatte oder zurückgenommen hatte, also mit zurückgenommen hat? Oder standet ihr auf einmal da irgendwo und ihr wusst nicht mehr, wo ihr wart und wisst nicht, wie ihr da weggekommen seid und seid dann irgendwie gefühlt, keine Ahnung, 10 Kilometer noch gelaufen oder so? Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Bin gespannt auf eure Erfahrungen, ob ihr schon mal eingeschlafen seid in einem Bus aufgrund dessen, weil der Fahrer oder die Fahrerin so extrem ruhig gefahren ist, oder in der Stadtbahn passiert das ja auch oft, ne? Oder S-Bahn, U-Bahn, Zug, passiert ja überall mal, dass die Leute einfach mal einpennen. Bin auf eure Erfahrungsberichte gespannt und dann sage ich in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Herr Busfahrer. Und wir wissen natürlich wie immer, was ihr zu tun habt. Lasst mir ein Like da, diskutiert, kommentiert, argumentiert. So, und jetzt finde ich meine Pause.